So, das Miskatonic Museum ist das erst erschienene Mythos-Pack für Arkham Horror, das Kartenspiel. Damit das dritte Szenario der Das Vermächtnis von Dunwich-Reihe. Und in diesem Video werden wir uns das jetzt mal gemeinsam angucken. Wie ihr seht, ich habe meinen Beipackzettel schon verloren. Ich habe das auch schon alles ausgepackt und einsortiert. Habe jetzt die Karten nochmal auseinandersortiert. Und wir gucken uns das gemeinsam an. Wie man sieht, man braucht hier auch noch zwei von diesen Szenarienkarten aus dem Grundspiel. Der Rest ist halt komplett neu und entweder hier draus oder eben irgendwelche anderen Teile der neuen Erweiterung. Und man kann das Szenario zwar auch so spielen, ich habe das noch nicht gespielt, man spielt es dann ja eigentlich als Teil der, ne, das Vermächtnis von Dunwich-Kampagne. Und da geht es natürlich auch zu großen Teilen darum, die Geschichte selbstständig zu erleben. Darum werde ich hier jetzt noch gar nichts spoilern. Ich habe das noch nicht gespielt, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen, außer das, was, also das, was ihr auch schon selbst herausfinden könnt. Dazu werde ich nochmal eine extra Rezensionsvideo machen, wenn ich das Szenario ein paar Mal gespielt habe und euch sagen kann, ist das super cool? Ist es einfach nur linear? Ist es irgendwie, hat das ganz viele tolle Entscheidungen oder ganz viele Möglichkeiten oder sind da neue interessante Mechaniken drin? Da gibt es dann irgendwo nochmal ein extra Video, das ihr euch dann eben angucken könnt. Da ist noch mal eine gewisse Spoiler-Gefahr. In diesem Video jetzt ja, widmen wir uns hauptsächlich mal den neuen Ermittlerkarten, die es hier gibt, und gucken uns die alle einfach mal im Detail an. Sonst haben wir zum einen die Soforthilfe, das ist ein Ereignis, kann man eben auch spielen und dann zwei Schaden von diesem Ermittler heilen oder sogar vom Verbündeten, den er kontrolliert. Es gibt ja für das gleiche Deck auch die erste Hilfe, damit kann man insgesamt drei Schaden heilen, aber das würde einen halt drei Aktionen kosten. Hier kann ich mit einer Aktion und eben zwei Geld, die ich ausgeben muss, zwei Schaden heilen. Ist für mich persönlich die bessere Karte, finde ich, weil diese erste Hilfe, die spielt man mal irgendwie aus, wenn man gerade wirklich nichts Besseres zu tun hat, aber meistens hat man was Besseres zu tun, und dann ist eben diese Karte ausspielen und dann noch die ganzen Aktionen nutzen. Also es kostet insgesamt allein schon drei Aktionen, jemanden damit zweimal zu heilen, ne? Karte ausspielen, zweimal benutzen. Da ist das hier, finde ich, deutlich besser. Das ist auch eine Level-0-Karte, das heißt, die kann man von Anfang an reinnehmen. Dann gibt es hier Bruder Xavier. Das ist jetzt eine Karte, die einen Erfahrungspunkt kostet, die man also nicht gleich zu Anfang an sein Deck nehmen kann. Und das ist Verbündeter mit 3-3. Ist also ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Lebenspunkte braucht oder vielleicht schon psychischen Schaden bekommen hat. Oder vielleicht schon eine Psychose hat oder sowas, also ein Trauma. Da bekommt man plus einen Willensstärke, und Bruder Xavier darf eben Schaden oder Horror zugewiesen werden, der anderen Ermittlern da im Ort zugefügt worden ist. Das heißt, wenn man viel gemeinsam rumrennt, hat jemanden, der ein bisschen schwacher verbrust ist, dann kann man eben mit dem Charakter den Schaden, den auch wer anders bekommen würde, einfach da drauf legen. Und sobald der besiegt worden ist, fügt man einfach einem Gegner zwei Schaden zu. Das ist eine Karte, die jetzt auf den ersten Blick erstmal ganz okay wirkt. Dann haben wir hier aus dem Forscherdeck, ich habe einen Plan, ein Ereignis, das auch, ne, Level 0 ist, also man kann es einfach so reinnehmen, kostet drei Ressourcen, aber es ist eben Kampf. Dafür verwendet man seine Bücher, wo diese Klasse ja meistens recht gut drin ist, und man fügt eben plus einen Schaden für jeden Hinweis zu, den man hat, bis zu maximal drei Schaden. Damit kann man also richtig Bumm machen und selbst Level 4 Monster, die sonst relativ schwer zu killen sind, einfach One-Hitten, und die sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie viele Hinweise haben. Daher ist das zwar eine relativ teure Karte, aber um damit, ne, Gegner zu bekämpfen, also sollten sie gerade im Spiel mehrere Personen ja eh nicht so oft machen, ist die Karte schon echt super gut. Und als Upgrade-Karte, also eine Karte, also ich unterscheide mal in Basiskarten und Upgrade-Karten. Basiskarten sind immer die Nuller-Karten, die man einfach so in sein Deck nehmen kann, und dann eben die Karten, die mindestens ein oder mehrere Erfahrungspunkte kosten. Das ist einfach ein Vorteil, ein Talent, das man hier zum Ausweichen zum Beispiel spielen kann oder immer, wenn es auf so eine Geschicklichkeitsprobe geht. Ne, die kann man einfach so hier als Blitzaktion spielen. Falls du in deinem Zug nicht mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt bist, erschöpfe Spurensucher, bewege dich auf einen verbundenen Ort. Das heißt, da hat man einfach, ja, ne, spielt man quasi einmal aus, eine Vorteilskarte, die bleibt im Spiel, und da hat man immer eine gratis Bewegungsaktion. Da gibt es durchaus Szenarien, wo das echt vorteilhaft sein kann, beziehungsweise eine gratis Bewegungsaktion ist eigentlich fast immer von Vorteil, da, wie ich finde, schon eine coole Karte, die, denke ich, durchaus in einigen Decks zum Tragen kommen wird. Also dann haben wir hier aus dem, ich glaube, das ist das grüne Deck, wie gesagt, ich bin absolut farbenblind, Schmuggelware, das passt ja auch wieder sehr gut zum Deck, ist auch ein Ereignis, das man ausspielt, wähle eine Vorteilskarte, die der Mittler an deinem Ort kontrolliert, verdoppelt die Anzahl an Munitions- oder Vorratsmarkern auf dieser Vorteilskarte. Ne? Das auf eine Schrotflinte, auf die schon Munition gespielt wurde, ist schon mal richtig, richtig fett. Damit kann man dann wirklich viele Gegner töten. Aber auch für alle anderen Sachen, wenn man irgendwelche Zaubersprüche hat mit irgendwelchen Aufladungen, irgendwie vertrocknet oder sowas, dann kann man die einfach damit länger im Spiel halten. Ist also eine super gute Supporterkarte. Und dann haben wir hier noch anpassungsfähig. Die kosten nicht mehr was zum Ausspielen. Das ist ein Talent, das dauerhaft im Spiel bleibt. Und zwischen den Spielen einer Kampagne darfst du bis zu zwei Karten der Stufe 0 aus deinem Deck gegen dieselbe Anzahl anderer Karten der Stufe 0 austauschen. Man muss weiterhin alle Deckbauregeln
Dinge beachten, aber damit kann man eben Karten, die man jetzt vielleicht cool findet, in sein Deck reinnehmen, ohne dass man dafür Erfahrungspunkte bezahlen muss. Das ist schon echt ziemlich gut. Vor allen Dingen kann man damit eben, wenn man so eine Kampagne schon mal gespielt hat, man weiß, dass man in der nächsten Mission vielleicht andere Karten besser gebrauchen könnte, kann man das damit eben einfach machen. Also das ist auf jeden Fall auch richtig gut. Dann bei den Mystiker-Karten haben wir hier zu tief gegraben, auch ein eigenes für eine Ressource. In Spielerreihenfolge zieht jeder Spieler eine Karte von oben vom Begegnungsdeck, dann füge zu tief gegraben dem Siegpunktestapel hinzu. Ne? Sprich, man kriegt für jeden einfach einen weiteren Erfahrungspunkt, muss sich dafür mehr Bedrohungen auseinandersetzen. Ja, fand ich bisher noch nicht so reizvoll. Vielleicht in Kampagnen, wo man weiß, Erfahrungspunkte, viele Erfahrungspunkte sind wichtig, kann das auf jeden Fall ganz gut sein. Aber dann gibt es hier das Lied der Toten. Ist auch wieder ein Zauber, ne? Ein Lied, hat 5 Aufladungen, also kann man schon oft benutzen. Für eine Ladung kann man halt kämpfen und damit verwendet man halt Willensstärke statt Faust. Ne? Da ist die Klasse ja generell immer recht gut drin. Und man bekommt eben noch plus einen Kopf für. Und wenn ein Totenkopfsymbol enthüllt wird, fügt dieser Angriff plus 2 Schaden zu. Klingt so, als wenn das für den Trompetenspieler auch eine richtig mächtige Karte wäre. So, dann haben wir Glücksfall. Die habe ich bisher schon sehr oft im Spiel gesehen. Wir haben schon ein paar Mal das Basisszenario, also die ersten 3 Missionen der Grundkampagne gespielt, wo wir dann auch eben schon unsere Decks modifiziert haben, wo auch oftmals hier dieses rote Deck gespielt wurde. Und das ist einfach eine schnelle Karte, die kann man eben ausspielen, nachdem eine Fertigkeitsprobe um 2 oder weniger misslungen ist, wenn man einen Gegner angreift, der mit einem Kampf verwickelt ist. Und wenn das dann eben um diesen Betrag fehlgeschlagen ist, dann kann man den Schaden aus diesem Angriff einem anderen Gegner an dem Ort zufügen. Also gerade wenn man mehrere Gegner irgendwo liegen hat oder wenn man irgendwie einen gezogen hat, mit dem man nicht fertig ist und noch einen neuen dazu bekommt, kann das eben auch ganz gut dazu beitragen, den zu killen. Und dann gibt es hier eben noch als quasi Nahkampfwaffe einen Feuerlöscher, mit dem man zuhauen kann. Da bekommt man einfach, wenn man den als Sektion einsetzt, plus 1 Stärke für den Angriff. Das ist auf jeden Fall okay. Oder man kann den ins Exil schicken. Also man schießt den quasi einmal ab und blendet damit seinen Gegner. Und dann kann man weglaufen und bekommt dafür plus 3 Beweglichkeit. Und wenn die Probe gelingt, dann kommt man auch jedem anderen Mitspieler, jedem anderen Gegner, der mit einem in den Kampf verwickelt ist. Also das ist zum Abhauen auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gesagt, bei solchen Karten muss einfach mal die Erfahrung beim Deckbau bei Arkham Horror zeigen, ob solche Karten, die eben situativ sind, oft ins Spiel kommen oder ob es mehr Karten sind, die einem eigentlich immer einen permanenten dauerhaften Vorteil bringen. Ich denke, es wird wahrscheinlich auf so einen guten Mix hinauslaufen. Dann gibt es das Leuchtgeschoss, auch wieder so eine flexible Karte, entweder oder. Das ist eine Upgrade-Karte, kostet 2 Ressourcen. Und man kann entweder wählen Kampf, dann bekommt man für den Kampf plus 3 Stärken und für plus 2 Schaden zu. Danach wird die Karte ins Exil geschickt, also die ist dann auch komplett raus. Die muss man auch wieder zwischen den Szenarien neu kaufen. Oder man wählt beim Ausspielen halt die andere Funktion, durchsuche die obersten 9 Karten des Decks nach einer verbündeten Vorteilskarte, also von einem beliebigen Ermittler sogar, und kann die dann unter seiner Kontrolle ins Spiel schicken. Dann kommen eben die Leuchtgeschosse auch wieder ins Exil, also muss man auch wieder neu kaufen und dann wird das durchsuchte Deck gemischt. Also das ist auch ganz nett, wenn man weiß, irgendwie anders, hat einen starken Verbündeten drin, der einem gerade super cool helfen könnte. Ich meine, 9 Karten, das ist fast ein Drittel vom Deck und da man ja auch schon 5 Karten gezogen hat von den 30, ist das mehr als ein Drittel vom Deck eigentlich, dass man da schon durchsuchen kann. Also auch eine durchaus interessante Karte. Bei neutralen Karten gibt es dann die Tabakpfeife, die hat 3 Vorräte, die kann man schnell benutzen, um einen Schaden zu nehmen, dafür einen Horror zu heilen. Ist also gut für alle, die generell viele Lebenspunkte und wenig geistige Gesundheit haben. Und dann gibt es noch Schmerzmittel, die funktioniert genau andersrum, hat auch 3 Aufladungen. Da kann man einen Horror nehmen, um einen Schaden zu heilen. Also es gibt ja manche Ermittler, die kann man relativ zügig auf 11 geistige Gesundheit bringen. Die können damit ihre Lebenspunkte dann auf jeden Fall nochmal erhöhen. Und das waren einmal alle Ermittlerkarten, die es hier im Deck gab. Also jetzt habt ihr vielleicht schon neue Ideen für den Deckbau. Das ist eben das Miskatonic-Szenario. Das werde ich euch dann nochmal näher bringen, wenn ich es gespielt habe. Und ja, jetzt gucken wir uns gleich als nächstes nochmal den Essex County Express an. Dann haben wir alles, was bis zum Stand dieses Videos erschienen ist von Arkham Horror, einmal uns angeguckt. Und die anderen Erweiterungspacks oder Mythos-Packs gucke ich mir dann an, sobald sie da sind, auch wieder im bekannten Stil. Erstmal die Ermittlerkarten angucken, dann, sobald gespielt, nochmal ein extra Rezensionsvideo zu dem Szenario selbst, das dann, wie gesagt, spoilerbehaftet ist. Und ja, ich danke dafür, dass ihr zugesehen habt, sage bis bald und tschüss.